Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Video zu dem Programm Digo, mit der man sich zum Beispiel Links speichern kann oder auch PDFs, um diese einfach gesammelt an einem Ort zu haben. Für mein Lernprojekt, dem Holländisch-Lernprojekt, habe ich mir hier schon ein PDF hochgeladen zu den holländischen Verben und könnte mir jetzt zum Beispiel über unsere Panda-Seite von dem Kurs aus den einzelnen Kapiteln, die wir schon bearbeitet haben oder behandelt haben in den Kursen, schon kleine Aufgaben als Links rausspeichern. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier draufklicke und mir den Link in meinen Browser kopiere, könnte ich hier über den Button mir erstmal den Link zum Beispiel als später lesen speichern. Ich könnte mir eine Notiz hinterlassen, zum Beispiel mehr lernen. Und ich könnte über diesen kleinen Button mir eine Textstelle markieren, was jetzt vielleicht in einer Aufgabe nicht ganz so viel Sinn macht, aber zum Beispiel, wenn man sich Online-Text oder Artikel speichern möchte, kann man einfach mit dem Highlighter sich Textstellen markieren und diese werden dann halt auch in seiner Library gespeichert. Außerdem könnte ich mir diese Seite noch als Bookmark markieren, aber ich habe mir das ja schon als später lesen markiert, also ist es auf jeden Fall schon auf meiner Digo-Seite. Gehe ich jetzt nochmal zurück. Dann sehe ich hier, dass dieser Link hinzugekommen ist zu meiner Library. Ich sehe meine Notiz, die ich gemacht habe, und ich sehe den Satz, den ich mir markiert habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diese drei kleinen Punkte klicke, dann könnte ich zum Beispiel nochmal an dieser Seite arbeiten. Ich könnte sie löschen, ich könnte sie teilen und was noch ganz wichtig ist, ich könnte sie zum Beispiel auch mit einer Gruppe teilen, wenn ich eine hätte. Also dann könnte man zum Beispiel an einem Thema arbeiten, sich gegenseitig Texte dort reinspeichern und diese markieren oder auch kommentieren über diese kleine Post-it-Funktion. Und was halt vielleicht für Referate ganz hilfreich sein könnte oder auch dann für Hausarbeiten oder die Bachelorarbeit, um das einfach ja auf Überblick übersichtlich zu haben auf einem, ja, an einem Ablageort. Für mein Lernprojekt, also dem Holländisch-Lernprojekt, finde ich es so semi-hilfreich. Also was ganz gut ist, ist, dass ich mir zum Beispiel über die Panda-Seite nochmal die Links abspeichern kann, die ich auf jeden Fall machen möchte oder zum Beispiel zu Grammatik oder Vokabeln, die ich noch nicht so verstanden habe, um nicht einfach nochmal hier auf der ganzen Panda-Seite mich ja durchsuchen zu müssen. Außerdem hätte ich das Textbuch aus meinem Kurs noch zur Verfügung und ja. Aber für spätere Hausarbeiten, die ja auf jeden Fall noch auf mich zukommen werden und auch auf die Bachelorarbeit, die auch irgendwann noch kommt, denke ich, ist es ganz hilfreich, sich dort einfach die Sachen abzulegen und zu verwalten. Ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Sachen, die man zu diesem Programm sagen kann. Und wenn nicht, dann probiert es einfach mal aus und macht euch einfach einen Account. Man kann sich einen ganz einfachen, freien Account anlegen, um erstmal ein bisschen in dieses Thema reinzukommen und sich erstmal vielleicht ein paar Artikel dort reinspeichern. Und ansonsten kann man halt noch upgraden und sich halt für ja mehrere Dollar halt das Update holen, was da jetzt dann noch auf jeden Fall, also man sieht dann hier noch, was halt besser daran ist, aber ich denke mal, die normale Free-Version reicht auf jeden Fall für die Zwecke, die man so für die Uni auf jeden Fall braucht. Und ja, das war es erstmal von mir. Schreibt gerne einen Kommentar oder sowas und ja.
Bis dann.